Wir sind schon online. Flasche rein, glücklich sein. Ja, als allererstes. Genau, macht ihr das Abo weg. Und dieses herrliche Fahrrad, hier oben in der Infokarte drin, könnt ihr euch reinklicken, hat schon ein paar Runden im Wald gesehen. Und ich habe euch versprochen, ein herrliches Video zu machen rund um das Thema GoPro. Also mit der GoPro hier. Wartet kurz, ich nutze mal eben ein SP Connect Halter. Ja, mega cool. Auch hier oben drin, ruckizucki verfügbar. Das heißt, es geht genau um diese Kamera hier. Ja, so sieht nämlich ein Drehset aus, ne? Die GoPro Hero 11 Black. Und ja, hier mit Windshot. Und genau die Kamera, darum dreht es sich gerade. Hallöchen! Also, diese Kamera hat einen richtig krassen Bildstabilisator. So, Handy rein, glücklich sein, wie gesagt, rund um Folgen, rund um das Thema SP Connect, Fahrrad und Co. hier oben oder unten in der Beschreibung. Klickt euch rein, glücklich sein. Jede Menge coole Videos, die man ja zum Thema Mountainbike schon mal angucken kann. Und so eine Kamera hat einen Nachteil. Wenn wir so, also damit meine ich viele YouTuber, die coole Videos machen durch den Wald brettern, ist mir jetzt aufgefallen, es fühlt sich mega, mega sanft an. Also die Kamera gleicht vor allen Dingen die GoPros, die gleichen so viel Bild aus, dass das gar nicht mehr so wackelt. Und meine Mission ist heute, einmal einen Vergleich mit euch zu machen zwischen Kamera an mit Stabilisator und Kamera an ohne irgendwelche Stabis. So dass ihr auch mal einen Referenzwert habt. Also das heißt, wir fahren zweimal die gleiche Strecke, einen Referenzwert habt, dass was so eine Kamera an Bild stabilisiert. Das ist echt verrückt. Und ja, dementsprechend sind viele Trails, die so gefahren werden, ob mit oder ohne Rucksack, dazu mache ich auch nochmal eine Folge, sehen gar nicht so brutal aus auf dem Video, obwohl es eigentlich mega steil abgeht und eine mega Abfahrt ist oder ein mega Hügel. Die Kameras geben das nicht ganz so gut wieder. Das heißt, das wahre Erlebnis, ich bin jetzt mal ganz ruhig, genießt mal das Fahrrad mit dem Ton hier im Wald. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, oh Ronny, das widerspricht sich doch. Nee. Also klar kann man natürlich vor der Glotze hängen und dann solche tollen Videos gucken, aber mein Content ist, euch rauszuholen. Und zwar hier in die Natur. Denn ich sag mal, das Video zu zeigen, ist halt eher so, um euch zu bewegen, zu fahren und genau das zu erleben. Nämlich, dass es viel, viel krasser ist, steil runter, Hügel mitnehmen, viel mehr am Lenkrad, also am Cockpit, viel mehr gearbeitet werden muss, als die Kamera eigentlich wiedergibt. Und das kannst du halt nur selber fühlen, indem du selber rausfährst. Hier kannst du es bildlich sehen, ne, das ist meine Mission. Aber ich sag mal, du selber rausgehst und sagst, okay, ich will das erleben, auf jeden Fall. Ich sag mal, ob Hardtail oder Mountainbike, wie gesagt, riesige Playlist unten drinne, ne, geführt mit Komoot, auch hier Handyhalterung, ne, ob jetzt hier in der Mitte platziert, am Fahrrad oder am Lenkrad irgendwie, wie gesagt, ganz viele Folgen schon produziert. Und jetzt fahren wir los und wir machen das erste Video mit der GoPro in stabilisiert. Viel Spaß! So, auf los geht's los. Und ich sag mal, ihr seht es ja hier, SP Connect, richtig coole Halterung. Und der große Vorteil jetzt mit der Kamera, wir starten unseren Trail und wir werden ihn auf jeden Fall zweimal fahren. Also alles aktiviert, was irgendwie nur geht. So, 55 Sekunden Vollgas ohne Stabilisator. Attacke.
So. Ja, das ist halt, man muss halt wirklich sagen, ich weiß ja, was da kommen wird. Das heißt, im zweiten Video, ich lichte jetzt übereinander, könnt ihr nochmal wirklich den Unterschied sehen ohne Stabi und mit Stabi. Und ich sag mal, der Vorteil ist ganz einfach, ne, dieses Stückchen, ehrliche Meinung, ehrliches Bild. Also viele stehen ja mehr auf dieses, oh, es ist super smoothie, es ist super cool. Aber in der Realität sieht das Bild wahrhaftig wirklich anders aus. Und es ist natürlich auch hier die Arbeit am Cockpit. Weil es gibt ja auch so MTB-Hater, die Trail-Hater, ich nenne sie einfach mal so, die ganz klar sagen, ehrlich, das ist doch kein Sport. Ihr brettert ein bisschen runter, ihr fahrt ein bisschen hoch. Doch, das ist definitiv Sport. Und ja, sehe ich vielleicht daran, dass sie sich die Videos angucken und feststellen, ja, es sieht ja gar nicht so rappelig aus und sieht ja gar nicht so schwierig aus. Aber das war meine Mission, nämlich genau das rauszupflücken, was es vielleicht noch nicht so gibt und wo man auch so ein bisschen die Aufklärung mit einarbeiten kann ins Video. Jo! So, ja, also ich habe nicht zu viel versprochen. Wie gesagt, die GoPro zeichnet ein sehr großes Bild auf. Daraus wird ein Video zusammengebastelt über diesen herrlichen Prozess. Und muss man halt wirklich sagen, das macht GoPro über Jahre schon richtig, richtig gut, dass man da wirklich ein hyper smooth, also videostabilisiertes Bild bekommt. Richtig cool. Verfälscht natürlich dann so eine Aktion wie hier mit dem Mountainbike. Mountainbike? Ja, natürlich. Hier, das Bulls Sonic Evo Aim 1 Modell 2022. Habe ich auch schon ein schönes Video. Wie gesagt, hier oben einfach in die Infokarte rein. So Thema Mountainbike eh. Geil oder nicht geil, viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch da mal so einen Eindruck vermitteln, wie es halt in Realität aussieht. Und ich fahre jetzt den Trail nochmal runter und lasse euch dann sozusagen am Ende nochmal 4 Abspannkarten da. Genießt nochmal die Abfahrt ohne Hypersmooth, ohne Videostabilisator. Und ja, ach so, denkt dran. Genau, abonnieren nicht vergessen. Und ja, Daumen hoch, allzeit gute Fahrt und wie sagt man so schön, Hals- und Beinbruch kommt heile nach Hause. Ciao, ciao!